Hallo, ich bin der Vogelfreak und in diesem Video geht es um Aktionen, die typisch wellensittig sind. Zu dem Thema habe ich schon mal ein Video gemacht, ist auf dem i verlinkt, guckt es euch gerne an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Kommen wir direkt zum ersten Punkt, der typisch wellensittig ist, den kennt wahrscheinlich auch gefühlt jeder von euch. Ich habe ihn auf jeden Fall schon ein paar Mal in Kommentaren gelesen. Und zwar ist das, wenn man seinen Wellensittichen ein neues Spielzeug baut, kauft, irgendwie was zusammenschustert. Und man hat das dann, man freut sich, dass man es hat, man freut sich drauf, die Vögel drauf zu sehen. Man hat da Herz reingesteckt und man stellt es dann den Vögeln hin. Und setzen sie sich drauf? Nein. Nach einer Stunde denkt man so, okay, gut, tue ich mal noch ein bisschen was zu fressen drauf, vielleicht funktioniert es dann. Nach einem Tag denkt man dann so, okay, vielleicht steht es an der falschen Stelle, stellt es vielleicht nochmal um oder man wartet einfach weiter, weil man geduldig ist. Nach einer halben Woche haben die Vögel drauf gekackt und das war's. Mehr haben sie damit auch nicht interagiert. Und man merkt so, okay, vielleicht war es das einfach nicht und man stellt das Spielzeug weg. Und bei mir ist es dann meistens noch so, dass ich dann irgendwas Alternatives zusammenbaue ganz schnell. Einfach aus ein paar Resten, die ich noch habe, an Stangen, aus alten Spielzeugen, die schon gefloppt sind, da Teile nehme und irgendwas Neues zusammenbastel. Komplett lieblos einfach auf schnell, schnell, das dann hinstelle und die Vögel das lieben. Und der neue Lieblingssitzplatz auf einmal ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare drauf, wie ihr das kennt. Lasst euren Frust in den Kommentaren raus. Es ist echt der Wahnsinn manchmal. Der zweite Punkt ist, dass Wellensittiche, bei mir ist es jedenfalls so, die liebsten Tiere der Welt sind, wenn man im Raum ist. Und sobald man aus dem Raum geht, machen die nur noch Mist gefühlt. Also es ist echt der Wahnsinn. Ein Beispiel dazu, wir haben ein Klavier bei uns im Vogelzimmer stehen. Und die Vögel sollen da eigentlich nicht drauf. Wir wollen, dass es nicht zerkratzt wird. Und wir haben gesagt, komm, wir bringen denen das irgendwie vielleicht bei, dass sie sich nicht drauf setzen. Und wenn ja, das muss halt in diesem Zimmer stehen, wir wollen uns keinen Platz haben, dann ist es halt so. Ist auch egal, jedenfalls, es steht in dem Vogelzimmer und die Vögel sollen eigentlich drauf. Und wir haben die da immer weggejagt, wenn sie sich drauf gesetzt haben. Das einfach eine Woche mal gemacht. Mittlerweile wissen die auch, okay, wenn einer der Menschen hier im Raum ist, setzen wir uns nicht drauf. Und das haben die auch voll drin. Sind wir aber außerhalb im Raum, kann es sein, dass es auf einmal im Vogelzimmer sehr leise wird und man so ein Tockeln hört. Und wenn man dann mal vorsichtig guckt, sitzen alle vier Vögel auf dem Klavier, rennen durch die Gegend und freuen sich an dem Spiegelbild, was man da in dieser Beschichtung sehen kann. Ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Also die Tiere sind teilweise echt schlauer, als man denkt. Die wissen ganz genau, was sie dürfen und was nicht. Mein letzter Punkt für das Video ist, dass man seinen kompletten Tag gefühlt nach den Wellensittichen richten muss. Da bin ich mal gespannt, wie gut ihr das kennt. Schreibt das jedenfalls gerne mal in die Kommentare. Einfach mal so ein paar Beispiele. Man hat Wochenende, man hat Urlaub und möchte ausschlafen. Aber die Wellensittiche brüllen ein, und ich meine auch wirklich brüllen, um 8 Uhr morgens trotzdem wach. Und man muss dann trotzdem aufstehen und mit ausschlafen ist nichts. Wir wollen einfach raus, wollen dann fliegen, wollen dann Licht bei sich haben, wollen, dass die Rolle hochkommt. Und da wird dann eben auch rumspektakelt. Natürlich kann man danach nicht mehr einschlafen, wenn man dann aufgestanden ist. Anderes Beispiel, was ich hier auch ganz oft habe, ich will irgendwie ein Video gucken, will Musik hören und vor allem bei Musik ist es ganz extrem. Will einfach ein bisschen entspannen im Vogelzimmer, was eben auch unser Wohnzimmer ist. Und wenn meine Vögel das nicht mögen, was ich da anhöre, also auch bei Musik, wenn die einfach die Richtung nicht mögen, dann wird da drüber gekrächzt. Dann schimpfen die rum, bis die Musik aus ist, ich Kopfhörer drin habe oder ich den Raum gewechselt habe. Also da bestimmen die auch ganz doll, was so los ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob es bei euch genauso ist oder ob es nur mir so geht, ob ich meine Vögel einfach nur schlecht erzogen habe. Keine Ahnung. Finde ich mal interessant. Generell gilt das auch für alle diese Punkte im Video. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wenn ihr noch andere Punkte hättet, die ich mal im Video ansprechen könnte, beziehungsweise die für euch so typisch wellensittig sind. Haut das gerne in die Kommentare, finde ich mega interessant, mega witzig. Ja, und damit war es auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Bewertungen da. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Wie gesagt, vergesst die Kommentare nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.